Warum Tierwohl ein Problem ist. Wer kennt's nicht? Die Leute, die sagen, ich hol mein Fleisch nur vom Metzger des Vertrauens, vom Bauern um die Ecke, es ist Bio, es ist von Freilandhaltung, es ist top gefüttert, es ist Demeter, es ist Tierwohlhaltungsstufe Nummer 4, Bruderhahn, Mutter-Kalb-Aufzucht und so weiter und so fort. Es gibt so viele Begriffe für Tierschutz, aber was steckt eigentlich dahinter? Und warum steht es dem eigentlichen Ziel des Veganismus und der Tierrechtsbewegung im Weg? Tierschutz gibt es schon seit Ewigkeiten. Und das Ziel dabei ist, das Leid der Tiere zu einem Minimum zu reduzieren. Allerdings wird niemals dabei die Haltung selbst hinterfragt. Geschweige denn, dass von einer Schlachtung gesprochen wird. Und wenn doch, dann soll sie wenigstens human sein. Das Tierschutzgesetz lautet folgendermaßen: Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Leid, Schmerzen oder einen anderen Schaden zufügen. Vernünftiger Grund also. In unserer Gesellschaft und was diese tollen grünen Biohöfe auch wissen, ist die Nahrungsaufnahme von tierischen Produkten leider ein vernünftiger Grund. Aber von besonderer Qual und schlimmen Tötungsmethoden möchte man sich natürlich klar abgrenzen. Des Weiteren ist der Begriff Tierwohl eine Bezeichnung für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Tieren, vor allem aber Nutztieren. Das Tierwohl umfasst verschiedene Aspekte, wie zum Beispiel die körperliche Gesundheit, die Ausführbarkeit von natürlichen Verhaltensweisen und das emotionale Wohlbefinden der Tiere. Klingt ja erstmal gut, oder? Das Tierwohl ist zu einem Thema von wissenschaftlicher und breit angelegter Forschung geworden und der Begriff ist zu einem politischen Fahnenwort geworden. Jetzt wird es interessant. Der Begriff Tierwohl taucht zum Beispiel im Zusammenhang mit Kampagnen von Schlachtunternehmen oder Fastfoodketten auf. Okay, wieso benutzen vor allem Fastfoodketten und Schlachtunternehmen diesen Begriff? Der Grund ist klar und simpel: zur Täuschung der Gesellschaft. Aber wo liegt jetzt das Problem, dass die Lebensbedingungen der Tiere verbessert werden sollen? Dafür habe ich einige Beispiele. Beispiel 1. Manipulation des Gewissens. Es ist ganz normal, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, wenn auf dem eigenen Teller ein totes Tier liegt. Aber hey, warte mal, es gibt ja jetzt dieses Tierwohlfleisch. Und zack ist das Gewissen rein und man kann weiterhin seine Angewohnheit genießen, die Leichen von fühlenden und empfindsamen Wesen zu essen. Das weitere Hinterfragen kommt dabei gar nicht erst zustande, weil man ja schon eine Teillösung für das Problem gefunden hat. Beispiel 2. Man lebt in einer Scheinwelt des Bessermachens. Um mal realistisch zu bleiben, stammt das meiste Fleisch, über 90%, aus konventioneller Haltung. Aber trotzdem behaupten alle, dass sie nur wenig Fleisch und vor allem, wenn sie Fleisch kaufen, dann nur das Gute vom Metzger des Vertrauens, vom Bauern nebenan und so weiter kaufen. Das Krasse ist, dass die Leute nicht mal merken, dass sie sich anlügen. Die Currywurst nach dem Fußballspiel, das Kassler auf dem Weihnachtsmarkt oder so ziemlich jeder Restaurantbesuch wird dann halt nicht mitgezählt. Sie leben in einer Scheinwelt, wo sie sich wohlfühlen damit und auch nichts ändern müssen, weil sie ja schon ihren Teil tun. Ähnlich wie beim Vegetarischsein werden hier vollkommen die Opfer ignoriert, die weiterhin durch die bewussten Kaufentscheidungen entstehen. Beispiel 3. Sabotage des Tierrechts. Wie ich schon gesagt habe, ist Tierwohl und Tierschutz sogar eher kontraproduktiv für Tierrechtsbelange. Es präsentiert sich nämlich als vermeintliche Lösung und drängt damit den echten Veganismus in eine extreme Ecke. Die Bequemlichkeit und die Gewohnheit der Menschen wird instrumentalisiert, um das leichtere Ziel als Mittelweg oder Kompromiss darzustellen. Bei vermeidbarer Gewalt darf es allerdings keine Kompromisse geben. Das führt allerdings auch dazu, dass die Forderung nach Konsequenz, also nach 100%igem Veganismus, für viele als zu drastisch erscheint. Es wird immer gesagt, dass sich da was ändern muss oder dass ja bessere Zustände existieren in der Tierhaltung. Ob die Leute am Ende des Tages darauf achten, ist nochmal eine ganz andere Frage. Letztendlich wird es allerdings als Teillösung dargestellt, obwohl es das Ganze eigentlich nur schwieriger macht. Tierwohl und Tierschutz sind also ein Problem. Aber was steckt genau hinter diesen Kampagnen? Es sind oft schöne Bilder von glücklichen Bauern, von großen Weiden, glücklichen, schönen, gepflegten Tieren,
die nur das beste Futter bekommen, sodass der Konsument letztendlich gar nicht mehr erst an die Tötung denkt. Ein Tier, was so gut behandelt wird, dem würde doch bestimmt keine Gewalt angetan werden. Ich hab total Herzrasen gerade. Ich glaube es, ja. Gerade wenn man es das erste Mal sieht, es ist komisch. Also, aber das Thema Tierschutz endet da hinten, wenn die Schweine tot sind. Obwohl dieser Schritt zwingend notwendig ist, um von einem lebenden Tier zu einem Steak auf deinem Teller zu kommen. Die Krönung des Ganzen sind dann Tierschutzorganisationen, wie zum Beispiel Profi, die bewusst auf ihrer Website darstellen, wie sehr sie sich um die Tiere doch kümmern würden, wie sehr sie doch versuchen, diese Zustände zu verbessern und wie sie seit Jahren humanere Tötungsmethoden fordern, aber letztendlich vollständig ignorieren, dass eine vegane Lebensweise diese ganzen Probleme gar nicht erst schaffen würde. So, schaut euch jetzt mal diese Webseite hier an. Erstmal wunderschöne Wiesen, glückliche Tiere. Schöner könnte man Tierschutz doch gar nicht darstellen. Wenn man hier auf Tiere klickt, sieht man nur Nutztiere und alle Nutztierrassen, was eigentlich schon sehr viel darüber aussagt. Bei Themen sieht man dann industrielle Intensivhaltung, Tiertransporte, Schlachtung, Agrarpolitik, Umwelt und Archiv. Hier steht im Prinzip bei Schlachtung, wie schlimm die Tötungsmethoden zum Teil sind, die erlaubt sind, und dass sich dafür eingesetzt wird, die Schlachtmethoden zu verbessern. Bei Nutztiere sind die Tiere dann nochmal in die verschiedenen Unterkategorien eingeteilt. Natürlich unsere Hauptopfer, Rinder, Schweine, Geflügel. Bei diesem süßen, gepflegten Schwein, wenn man weiter runter scrollt, wird dann nochmal unterteilt. Wenn man allerdings ein bisschen tiefer gräbt und sich dann anschaut, was sie für Tiere fordern, was die Probleme sind, sagen, was das Problem von konventioneller Haltung ist, steht hier unten, was sie fordern. Neben den vielen schlechten Dingen, die Schweinen angetan werden, ist dieser Punkt besonders zu fokussieren. Nur Verfahren, die sicher und unmittelbar einen Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit herbeiführen, dürfen zur Betäubung genutzt werden. Sie fordern außerdem die sichere Überprüfung, ob das Tier gut betäubt und anschließend entblutet wurde, das hat oberste Priorität. Das Krasseste ist diese Kids-Section, wo die einzelnen Tiere dann einem noch die eigenen Bedürfnisse erklären, was letztendlich die größte Manipulation überhaupt ist, weil sie dabei keine Schlachtszenen natürlich zeigen werden. Ist es also extrem, die generelle Züchtung dieser Tiere abzuschaffen? Ist es extrem, die Tötung an sich vermeiden zu wollen, statt einfach nur deren Bedingungen zu verändern? Veganer fordern keine Verbesserung dieses Systems durch Tierschutz oder Tierwohl, sondern eine vollständige Abschaffung des Systems der Ausbeutung und der Unterdrückung friedlicher, intelligenter und individueller Lebewesen. Also das ist der wichtige Moment. Das ist der wichtige Moment für den Tierschutz. Danach ist entscheidend, dass wir wirklich sauber arbeiten, um ein sicheres Lebensmittel herzustellen. Gerade immer wieder. Abonniert mich gerne hier, schaut ein ähnliches Video oder schaut direkt die ganze Playlist. Danke euch für euren Support.